Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. So, ja, wir sind, glaube ich, jetzt schon langsam. Wow, unserem Ziel sehr nah. Gleich haben wir dieses Item, das wir für unseren Gleiter brauchen, um ihn wieder startklar zu kriegen. Da vorne ist, glaube ich, noch ein Viech. Sehen tust halt gar nichts. Wow, Alter, im Finstern siehst du echt nichts. Saufig, ein nettiges. Ja, auf die Gosch. Unfassbar ist das, wirklich saufig. Krummelt da schon wieder was? Ich esse mal was. Sieht das schon wieder aus. Terrorvogel tot. Dann halt die nächste. Da haben wir Elixit. Alex. Noch mehr Elixit. Und da haben wir die Spule. Da würde ich sagen, nehmen wir sie doch. Sehr gut. Das Ding hier wird mir noch gute Dienste leisten. Das hoffen wir. So. Dann schauen wir noch schnell, welche Schätze es hier für uns gibt, ha? Ah, warte mal. Ach so, das war... Warte, von dem Typen haben wir was bekommen, ne? Warte mal. Hier. War das hier? War das da? Weiter oben, Entschuldigung. Glaube ich. Hier. Ich hoffe, ich sag's richtig. Dawkins Memories, also Erinnerungen. Mein Vermächtnis. Ich war als leitender Wissenschaftler am größten Geheimprojekt der Menschheit beteiligt. Die Ereignisse der letzten Monate haben mich erkennen lassen, dass ich meine Arbeit für die Nachwelt schildern muss. Wenn in einigen Monaten noch etwas von der Menschheit übrig sein wird. Ich wurde von der Infinite Skies als renommierter Wissenschaftler angeworben, um bei ihnen Raumfahrtexperimenten beratend zur Hand zu gehen. Bei meinem Abschluss in Physik war das auch nicht verwunderlich. Oh Gott, ich hasse dieses Fach. Chemie und Physik. Na danke, das war nichts für mich. Genauso wie Englisch. Ha, man merkt's. Ja, das Gehalt war ebenfalls ein überzeugendes Argument. Die Überwachung von Himmelskörpern, deren Laufbahn uns gefährlich werden könnte, war noch sehr neu. Daher hielten wir den fatalen Meteoriten erst für unbedenklich. Das kleine Ding bereitete mehr Kopfschmerzen. Bereitete mir Kopfschmerzen, nicht nur mehr, sondern mir. Ich ließ die Computer auf Hochtouren rechnen. Mit jedem Tag wurde ein Zusammenstoß immer wahrscheinlicher. Aber der Vorstand wollte von solchen Hirngespinsten nichts hören. Bereits da habe ich auf eigene Faust angefangen, Ideen zur Rettung vor der Katastrophe zu entwickeln. Erst Jahre nach der ersten Sichtung bestätigten auch meine unfähigen Kollegen, dass wir uns ernsthaft Sorgen machen mussten. Das Rettungsprojekt wurde ins Leben gerufen. Ja, hat der super hingehauen. Ja, also, ne? Es hilft halt, dein gesamter gescheiter Kopf hilft gar nichts gegen die dämliche Menschheit. Nur weil einer sagt, es kommt was Schlimmes auf uns zu, heißt das noch lange nicht, dass einem geglaubt wird. Ne? Schön, oder? 5517. 5517. Geht doch. Na bitte, geht doch. Brause, Geldbündel und Spielzeug, Dino. Und eine neue Magnesiumfackel. Da
ganze Raum hier wird bald voll sein, nur mit Magnesiumfackeln. La 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 la. So. Schön. Passt. Dann wären wir hier fertig, ne? Fertig. Dann können wir uns schleichen eigentlich. Wie von herunten der Transportpunkt angezeigt wird. Ne? Ich denke immer, wo? Transporter? Ja. Teleporter? Wo? Wie? Hä? Nix da. So, wir haben diese Quest eigentlich nicht so schlecht hinbekommen. Jetzt müssen wir hier zurück. Lager der Mitte. Ja, bitte. Jetzt können wir unserem Mechaniker das Ding schon mal geben. Ich hoffe, der kann damit was anfangen. So. La 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 la. Oh. Neue Ausrüstung. Commander. Danke, Crony. Da freut er sich. Danke dir, Kumpel. So. Na dann. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Servus, grüß euch. Hallo. Servus. Grüß euch. Hallo. Hallo. Servus. Grüß dich. Herr Mechaniker. Falsch. Ich denke, ich hab's jetzt. Ich weiß, was wir tun müssen, um den Kerl zu erwischen, der die Steckbriefe geschrieben hat. Ja? Lass hören. In der Wüste ist er nicht, so viel weiß ich schon. Es gab da aber so eine Geschichte mit einem Kleriker namens Walter. Welche Geschichte? Die erzähle ich dir, wenn ich mir sicher bin. Du meinst, dein Erzfeind ist ein Kleriker? So zwielichtige Burschen wie Walter treiben sich gerne mal im Süden von Ignadon herum. Aha. Das ist fernab vom Hort und in der Nähe von Tavar. Ich finde, wir sollten uns da mal ein bisschen umschauen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, was? Die Alps, meine ich. Turbulente Zeiten, würde ich sagen. Gut, gehen wir nach Ikaton und suchen nach deinem ominösen Klerikerburschen. Boah, ja, ist ja wurscht, oder? Gut, gehen wir nach Ignadon und suchen nach deinem ominösen Klerikerburschen. Fein, ist ja quasi um die Ecke. Ja, schön. Na dann schauen wir mal. Ich hoffe, den können wir ausschalten. Tja, da sind wir jetzt. Aber wo Walter sich jetzt genau aufhält, ich habe keine Ahnung. Ich sehe einen Teleporter. Du willst jetzt echt die ganze Gegend durchstöbern, ja? Nee. Das machst du ja eh. Mit konkretem Ziel oder ohne. Also gut, dann lass uns anfangen. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Erzähl mir mal etwas über deinen Klerikerfreund. Ist eine lange Geschichte. Sie endet damit, dass ich ein paar von seinen Freunden erledigen musste. Also sind die Steckbriefe eine Art Rachefeldzug? Abwarten. Noch wissen wir nicht, ob sich mein Verdacht bestätigt. So, na schön. Das hier ist mal eine Tankstelle gewesen. Ich würde sagen, wir speichern das Ganze wieder mal. Entschuldigung, da musste ich wieder husten. So. Ja. Dann schauen wir uns da mal um, ne? Ein toter Kleriker. Ein Haufen Fliegen, ein toter Outlaw. Mhm. Die haben hier scheinbar sich ein Match geliefert. In diesen Hütten sollten wir lieber nicht übernachten. Wir, also ich und mein kleiner Bruder, haben mal in so einem Haus gepennt. Irgendwann mitten in der Nacht gab es so ein kleines Erdbeben und eine Stunde später waren wir wie betrunken. Seltsame Sache. Aha. Gut, wir können es hacken. Ich sehe gar nichts, weil mein Schwert. Ich soll jetzt kurz mal schließen. Ich sehe gar nichts. Ist das so besser? Ja. Okay, also. Das war nichts. Ich weiß. Weil ich eigentlich das machen wollte, ich Idiotin. So, jetzt könnte es was werden. Probieren wir es mal. Die 7 ist ne auf einer anderen Position. Oder wie war das, ne? 7. Dann gehört hier 9 her.
Nein, 5, 6 und doch vielleicht der 1er. Ah, na, das müsste vielleicht der 7er schon sein. Ah, der gehört hier hin. So vielleicht? Aha, stimmt auch noch nicht ganz. Okay. Vielleicht der 6er, vielleicht der 1er. Na, komm. Sechs und sieben kehrt tausch, das heißt mit sieben beginnen, dann der Sechser. Oder auch nicht, der Einser vielleicht. Hey! So klappt denn das nie? Also irgendwie, also Nuller wäre auch noch. Der Einser, der Sechser, der Siemer, vielleicht so? Geht doch. Ja bitte, geht ja. Also, guter Teller, Geldbündel, alte Mütze und Zigarette. Nehmen wir alles mit. So, passt. Heiltrank. Plasmazelle. Brennstoff wäre mir lieber. So, okay, das ist kein Wunschkonzert. Stimmt. Man sollte nehmen, was man kriegen kann. Ein leerer Tresor, wortwörtlich leer. Achso, der hat ihn durch die Wand. Okay. Hoppala. Hoppala, hopperchen. Okay, das zu dem. Ist hier oben vielleicht noch was? Da drüben wäre was. Ach so, nur ein Eimer. Nur ein Eimer. Den braucht man nicht. Okay, von da sind wir raus. Das hört sich an wie Durchfall, ne? Wie so Bauchkrummeln, kurz vorm Durchfall, oder? Es ist blub, 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 blub. So. In den Autos ist nichts mehr drin. Puh. Aha, da kommt was. Eine Gruppe Reiser. Das ist schlecht. Ich sollte abschauen. Ich sollte mal dringendst abhauen. Dringendst mal was saufen. Vor allem. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Mal was futtern. Dann werde ich die Armbrust auspacken. Au! Ah. Au! Das ist schlecht. Au! 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 Sauviecher! Na, wo sind sie denn? Hat sie was gebracht? Ich weiß es nicht. Ich soll vielleicht, du wisst wie ich hier gerne meinen Flammenwerfer wieder. Habe ich ihn erwischt? Keine Ahnung. Geht nur das. Da haben wir nur mehr 30, um Gottes Willen. Ja. Das bringt ja gar nichts. Hat das was gebracht? Keine Ahnung. Kaching. 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 Kaching, nicht getroffen. Wie es gehört. Mann, ey. Das ist für ein Fisch.
Wie die Fisch, wollte ich sagen. Alter. Erledigt auch. Erledigt. Passt. Wo ist der dritte verreckt? Hallo? Da war doch ein dritter normal, oder? Na, wo ist er denn das verreckt? Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Hm. Weg. Naja. Ah, hier. Da liegt er. So. Haben wir gefunden. Wow. Oh mein Gott, da vorne ist wieder so ein Saufig. Puh, ich mag die Typen nicht. Ja. Quest einmal, ne? Ich sollte ihn mal schnell ausrüsten, diese Quest. Also gibt es noch eine Memory? Mein Vermächtnis. Aus Sicht der Vernunft war es notwendig, ein Abschlussverfahren zu entwickeln. Es wäre eine Utopie gewesen. Utopie? Sag mal so. Utopie? Wurscht. Die gesamte Menschheit zu retten. Als Realist habe ich diese Tatsache direkt zu Anfang angesprochen. Ohne Geheimhaltung wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen. Geeignete Kandidaten wurden über eine Werbekampagne gesucht. Man warb um verschiedene Altersgruppen und mit unseren Tests filtern wir diejenigen heraus, die genetisch am besten zur Erhaltung der Menschheit geeignet waren. Die PR-Leute leisteten ganze Arbeit. Seit viele unterschiedliche Bürger, sehr viele unterschiedliche Bürger, kann ich mal lesen, melden sich für das Projekt, so dass wir streng aussehen konnten, wer wirklich genetisch perfekt genug ist, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Durch die Katastrophe würde eine natürliche Selektion stattfinden, die wir lenken konnten. Die Menschheit sollte gestärkt aus dem Untergang hervorgehen. Wir würden auf eine neue Evolutionsstufe gehoben. Ja, ja, so sind da, haben wir schon gedacht. Warte, was wollte ich jetzt? Quest. Ja. Gefährte. Im Auftrag von Big W. So. Alles klar. Na, müsste passen. Also diesem riesen Rotmolch da drüben möchte ich eigentlich gerne ausweichen. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Oh Mann, ey. Da. Ein Rotmolch. Ein Hescher. Ray? Puh. Ich könnte einen Schlafsack gebrauchen. Puh. Ich könnte wirklich einen Schlafsack gebrauchen. Ich hoffe, hier oben ist irgendwo einer. Boah, fall ich gerade die Stiege runter, ne? Mann, ey. Pff. Ich esse mal was. Und ich brauche ein Dings. Eigentlich nicht, aber... Schlafsack, ich Idiotin. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Ich habe sonst gegessen. So. Passt. Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja. In der Tat, das wäre nicht schlecht. Ein Tresor, verschlossen. Kann man ihn hacken? Ja. Gut, dann versuchen wir unser Glück. Ich mach das. Erster Bild später, okay. Erster Bild später. Darf ich jetzt? So. Also, Hacking. Probieren wir es. 7, 8, 9. Ne? So.
Okay. 4, 4, 1, 5, 8. 5, 4, 9. Okay. 2 und 5. Geht doch. Jawohl. Krug und Kelch. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. So. Gutes Messer. Oh oh. Habe ich dieses Viech jetzt gepult? Das wäre mir sehr unangenehm. Das wäre mir wirklich sehr unangenehm. Das Viech macht mich leicht nervös und ich fürchte genau bei dem. Das müssen wir umgehen wahrscheinlich und genau dann wird es weitergehen. So. Ich würde sagen, einmal speichern wir da. Dann haben wir da unten so ein Vieh, so ein Trottel, den man besiegen könnte. So, der muss schnell sterben. Der ist gleich verreckt. Okay, den haben wir super ausgewichen. Was? Der ist erledigt. Sehr gut, Alter. Die Energie. Ah, den haben wir niedergerungen. Das war sehr gut. Dann können wir hier rauf. Was auch immer das für komische Figuren sind. Elektroschrott. Elexit. Da geht schon irgendwo ein Radio, ne? Kann man hier was einschlagen? Na. Das geht nicht. So, mal hier raus. Puh. Energiezelle, ich bin ein bisschen angespannt. Trockenfleisch. Verschlossener Tresor. Bringen wir wieder unser Glück. Ich glaube, mir wird gleich wieder was von hinten anspringen. 7 und 5 hat getauscht. Geht doch. Also nicht schlecht, oder? Wein, unbrauchbare Verbandstasche und kleines blaues Steinchen. Sehr gut. Metallschrott. Was haben wir hier noch schön? Eine Wasserflasche. Diese Geräusche, ne? Sanftes Klopapier in der Küche, das ist immer fein. Das ist immer fein. Lalala. So, ich glaube, das können wir speichern. So. Ja. So. Ein Häscher, mehrere Häscher. Aha. Keine Energie mehr. Oh lala, oh lala. Ja, ja. Das war ein bisschen ungut von mir. Das war nicht sehr schlau. Okay. Die sollten wir vielleicht einzeln pullen, wenn es möglich ist. Also, das Haus da vorne ist schon ein bisschen ungut.
habe gerade... Achso, hier sind wir. Ich wollte sagen, ich habe gerade keine Ahnung. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Nein. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte eigentlich sagen, ich versuche die einzeln zu pullen. Aber... Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das war ein großes Viech. Nein, nein, nein. Nix hier weg, schnell weg. La 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 la. Das braucht man nicht, dieses Karak-Viech. Ah, da vorne haben wir noch was Ekliges. Toll, wo muss ich jetzt hin? Das sagt keiner, ne? Pestratte. Boah, was grunzt denn da so hässlich? Wow! Ein Rottmolch. Ich hab's gewusst. Nicht gut, nicht gut. Wow. Alter Dreck. Das ist halt echt ungut. Das ist halt wirklich scheißlich ungut. Boah. Ich hätte vorher schlafen gehen sollen oder so irgendwas. Keine Ahnung. Okay, wir beenden mal den Part. Das ist heftig hier. Das ist sehr heftig. Aber egal. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich. Aber... mega anstrengend, ne? Puh, wird schon werden irgendwie. Ich hoffe, dass wir bald den Übeltäter finden werden. Zwecks Ray und so, ne? Boah. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Mäh. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!